Heute importieren wir ein Model von Blender zu Unreal Engine und fügen dem dann auch noch so Animationen hinzu. So, und da wären wir jetzt auch in Blender. Also zuerst einmal braucht ihr das Model, das ihr haben wollt, um es zu importieren. Ich habe hier mein Mario-Model genommen. Falls euch interessiert, wie sowas funktioniert, also mit Riggen und allem und Animieren, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich vielleicht irgendwann mal was dazu. Aber jetzt zeige ich euch nur kurz grob, was ihr machen müsst, um es importieren zu können. Also ganz am Anfang ist es wichtig, dass ihr hier zu diesem dritten Tab geht und auf Metric, also metrisches System, umsteigt. Bis ihr auf 0.01, also in Zentimeter, einstellt. So. Denn das ist nämlich die Einheit von Unreal. Schieben wir das hier mal so ein bisschen... Ups, hatte ich nicht alles ausgewählt. So, schieben wir das mal ein bisschen hoch. So, falls es bei euch hier so, wenn ihr so reingeht und es zu schnell weggeht alles, dann könnt ihr Clipping einstellen und es geht einfach, indem ihr hier genau hier das einstellt. Aber mir ist schon ganz gut. Ich stelle es mal auf 1 mm. So, jetzt müsste ich Mario animieren, das mache ich kurz in einem Zeitraffer für euch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, tschüss! Wären wir wieder. Also ich habe jetzt hier die Animation gemacht, die sieht jetzt so aus. Ist jetzt nicht die beste, aber ich will das jetzt nicht alles nochmal so verbessern. Weil es geht jetzt hier gerade ums Prinzip. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr das habt, dann geht ihr hier jetzt mal aus dem Pose-Mode raus. Müsst ihr schon gemacht haben. Armature habt ihr und jetzt wählt ihr zu den Knochen noch hier den kompletten Mario aus. Jetzt schauen wir noch, überprüfen wir kurz noch eine Sachen hier. Location und Rotation müsste auf 0 sein und Scale auf 1. Wenn ja, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wenn nein, dann ändert ihr halt einfach noch kurz mal so um. Auf jeden Fall geht ihr dann auf File. Dann geht ihr auf Export. Und das Ganze tun wir dann zu einer FBX-Datei. Ja. Und dann nennen wir das jetzt einfach Mario-Bewegung. Dann geht ihr auf Export FBX. Und dahin, wo ihr es exportiert habt, dann müsst ihr euch das merken, wo das war. Und dann sehen wir uns gleich in Unreal wieder. Sehen wir in Unreal. Also falls ihr irgendwie so grafische Glitch oder sowas sieht, liegt es einfach daran, dass ich gerade mit meinem Laptop aufnehme. Und der kann bei Aufnahmen leider sowas nicht so gut verarbeiten. Auf jeden Fall geht ihr jetzt dahin, wo ihr das habt, also wo ihr Mario Walk abgespeichert habt. Und es zieht jetzt einfach mal hier in Unreal rein, hier links unten. Das Häkchen müsste bei euch eigentlich weg sein, ich habe es halt eingestellt, dass es bei mir da ist. Das macht ihr einfach wieder rein. Geht ihr auf Import.
Die Fehlermeldungen sind hier normal, die könnt ihr einfach drin lassen. So. Dann nehmt ihr einfach Mario Balken, macht Doppel-Linksklick drauf. Dann lädt hier kurz alles rein. Haben wir hier Mario, da können wir den auch die Animation abspielen lassen. Und hier können wir dann auch theoretisch an manchen Stellen die Animation anpassen, hier beim Skeleton. Können wir hier alles so verschieben und so. Alles interessiert uns ja jetzt nicht. Dann wollte ich euch hier noch zeigen, kann man hier auch Mario einfach rein platzieren. Ja, und das war's. Ich hoffe mal, euch hat das kleine Video gefallen. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich gestern das selber ausprobiert habe alles und dann alles selber nochmal rausfinden musste. Ich habe mal gedacht, das wäre manchen vielleicht hilfreich, wenn die gerade mit Unreal arbeiten. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!